Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 122 von Dienstag, dem 20. August 2024 im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast über Modeling und NLP erscheint normalerweise am Dienstag, meistens halbwegs regelmäßig. Wenn du es genau wissen willst, wann jeweils die neue Ausgabe erscheint, dann abonniere am besten meinen Newsletter unter www.ralfstumpf.de/newsletter. Da kommt dann am Mittwoch immer das Neueste von der Woche und am Samstag ein NLP-Fachtext. Heute geht's hier im Podcast um das Thema Kraft. Nachdem wir in den letzten beiden Podcasts im 120er das Thema Vereinigung mit Schwerpunkt Beziehungsbereich hatten und im 121er letzte Woche das Thema Verbindung mit Schwerpunkt im Erkenntnisbereich, ist es jetzt natürlich angemessen, dass wir ein Podcast-Thema haben mit Schwerpunkt im Handlungsbereich. Und was würde da besser passen als das klassische Thema Kraft? Das klingt schon so nach Handlungsbereich, ne? Kraft, Power, Stärke, das sind die Worte, die man so mit dem Handlungsbereich verbindet. Ich will ein bisschen was darüber dir erzählen, was dieses Thema im NLP zu tun hat. Kraft, es spielt doch durchaus eine gewisse Rolle bei der Veränderungsarbeit. Aber dann will ich dir im Hauptteil ein Modell vorstellen, das SOC oder SOC-Veränderungsmodell, in dem Kraft eine sehr große und wichtige Rolle spielt. Genau, das wird der Hauptteil des Podcasts werden. Aber lass uns erstmal mit so ein paar üblichen Sachen beginnen, die man mit Kraft so verbindet. Also ich glaube, die meisten Leute denken bei Kraft erstmal an körperliche Kraft. Das ist natürlich eine Einschränkung, die wir hier nicht mitmachen, weil es gibt natürlich genauso emotionale Kraft und mentale Kraft. Es gibt Willenskraft und alles das dazu. Du kennst vielleicht aus meinen Newslettern und anderen Podcasts diese Idee von Hegel, dass man an Widerständen wächst und dass Schule unter anderem dafür da ist, dass die Kinder geistige und emotionale Schwierigkeiten haben, um daran zu wachsen und damit ihre Kraft zu entwickeln. Das heißt, da kommt schon mal die Idee von Kraft und Gegenkraft. Der Mensch wächst am Widerstand. Und was mir immer wieder auffällt, wenn ich mit Leuten Formate mache oder wenn ich Formate unterrichte, ist, dass dieser Punkt der Kondition, der Punkt, dass ein NLP-Format auch Kraft braucht, um durchzuführen, der wird manchmal sträflich unterschätzt. Und gerade bei den Formaten, die im Master kommen, ist es halt einfach oft so, dass das Formate sind, die dauern dann durchaus mal eine Stunde oder vielleicht auch eineinhalb Stunden. Im Extremfall noch länger. Ich habe zwei Reimprintings durchgeführt in meinem Leben als Coach, die beide jeweils ungefähr 6 Stunden gedauert haben. Und es ist komplett klar, dass du als Coachee und auch als Coach so ein Format natürlich nur durchhalten kannst, wenn du die entsprechende Kraft, die entsprechende Kondition hast. Und sowas kriegt man nicht durch ein Fingerschnipsen. Das heißt, das wächst im Laufe der Zeit. Und von daher ist es da auch ganz wichtig, darauf hinzuweisen und das ganz klar zu sagen, bestimmte Veränderungsformate, bestimmte Veränderungsarbeiten brauchen vorbereitete Mitwirkende, also einen vorbereiteten Coachee oder einen vorbereiteten Coach. Und je länger du NLP machst, umso mehr wird auch deine NLP-Kraft wachsen. Und genauso wie wenn du frisch mit dem Klavierspielen anfängst, du halt nicht gleich mit Beethoven-Sonaten oder Chopin-Etüden anfängst, weil du dafür einfach die Geschicklichkeit nicht hättest, wirst du irgendwann merken, dass wenn du dann sowas gehen würdest wie Klavierspielen als Weg, und irgendwann kommen dann die ersten Stücke, die dauern vielleicht nicht nur 3, 4, 5 Minuten, wie normalerweise Stücke dauern, sondern die dauern vielleicht mal eine halbe Stunde oder die dauern eine Stunde. Oder ich erinnere mich noch, wie ich die ersten großen Konzerte gespielt und mitgespielt habe, wenn man dann so eine gute Stunde plötzlich ein Stück spielt, dann kommt dieses Konditionsthema nochmal auf eine ganz andere Art.
Und das einfach nur so als Hinweis hier, dass natürlich bestimmte Veränderungsarbeiten bestimmte Kraft, Konditionen, Ausdauer brauchen. Und das entsteht durch Training, durch Üben, durch Dranbleiben. Und das ist natürlich nur eine Möglichkeit, das ist völlig klar. Weil vielleicht kennst du auch diesen immer wieder gern gebrachten Hinweis, nicht pushen, nicht forcieren, Force Craft. Das ist ja auch wieder, was zu dem gleichen Wortfeld gehört. Und das sagen so gerne Therapeuten und Coaches, man soll nicht pushen, man soll nicht forcieren. Warum eigentlich nicht? Also ich kenne auch Kollegen, die sagen durchaus sowas wie Widerstand des Klienten ist ein Hinweis, du bist auf dem richtigen Weg. Also ich teile das überhaupt nicht. Ich glaube, Widerstand des Klienten ist ein Hinweis, dass du genau gucken solltest, was du da machst. Und wahrscheinlich bist du auf dem falschen Weg. Weil wenn da Widerstand kommt und du merkst, du brauchst mehr Kraft, dann ist das in der Regel eher nicht so der Weg, den ich vor allem NLP empfehlen würde. Wir machen da eher so ein bisschen was wie Feldenkreis. Da komme ich auch gleich drauf, dass wir also mit möglichst wenig Kraft und dafür mit mehr Eleganz und Differenzierung gucken, dass wir bestimmte Veränderungen dahin bekommen. Trotzdem ist der eine Punkt nicht wegzudiskutieren, nämlich dass eine bestimmte Veränderungsarbeit Kraft und Ausdauer und Kondition braucht. Nun aber zum Hauptstück des heutigen Podcasts. Und da möchte ich dir ein Modell vorstellen, das ist das SOC-Veränderungsmodell oder SOC-Veränderungsmodell. Und da muss ich erstmal ganz kurz ein bisschen erklären, was dieses SOC eigentlich ist. Und das hat eine lange Geschichte bei mir, eine inzwischen deutlich über 20-jährige Geschichte. Ich habe mit NLP angefangen, erst als Klient und dann irgendwann als Anbieter von NLP-Ausbildungen und habe die ganze Zeit auch mal sehr viel Selbstcoaching gemacht. Und das eine, was ich da für mich sehr wichtig genommen habe, war Modeling. Das ist klar, das ist dann mein Hauptberuf geworden. Das andere ist aber, dass mir im Selbstcoaching immer mehr aufgefallen ist, dass das, was einer der wichtigsten Gründe war, für mich NLP zu machen, nämlich der Satz, NLP wäre so unglaublich stärkenorientiert. Mir fällt jetzt gerade auf Stärke, Kraft, das hängt ja auch ein bisschen zusammen. Ne? NLP wäre so unglaublich stärkenorientiert. Dachte ich mir irgendwann, naja, so richtig stimmt das nicht, weil eigentlich beginnt jede Demo in der NLP-Ausbildung mit dem Satz, wer hat ein Problem und will nach vorne kommen. Und wenn du im NLP kein Problem hast, dann wird das schon schwierig mit der Veränderungsarbeit. Und das fand ich nicht so schön und darum dachte ich mir, da braucht es was anderes. Und das kannte ich nicht und darum dachte ich mir, dann entwickle ich das halt. Und das hieß dann stärkenorientiertes Coaching, abgekürzt SOC, kurz genannt SOC. Und das war also eine eigene Coaching-Methode, die ich auf Grundlage des NLP entwickelt habe, weil ich so das Gefühl hatte, irgendwas fehlt mir im NLP als Ansatz. Und ich habe dann diese SOC entwickelt, habe eine SOC-Ausbildung gegeben, habe darüber dann auch Seminare gegeben. Und dann gab es irgendwann ein Seminar, wo sich eine Teilnehmerin fürchterlich aufgeregt hat, und dann irgendwann auch schimpfen gegangen ist und dann noch gerufen hat, wenn ich hier schon ständig Steve DeShazer zitiere, sollte ich zumindest ihn auch mal als Quelle angeben. Und das war der erste Augenblick in meinem Leben, wo ich den Namen Steve DeShazer gehört habe. Und ich habe mich dann daraufhin mit ihm und seiner Arbeit beschäftigt und dachte mir, also ich fühlte mich dann so ein bisschen wie, du kennst vielleicht diesen Witz, diesen gezeichneten Witz, wo du siehst das Wartezimmer vom Patentamt und da sitzt einer drin und hat einen Fernseher auf dem Schoß und neben ihm eine Sprechblase. Ich habe mich vor 50 Jahren zurückgezogen und nachgedacht. Ungefähr so ging es mir auch, weil ich habe gemerkt, ja, nett, ich habe da was angefangen zu entwickeln, was Steve DeShazer schon fertig hat, nämlich das Solution Focus Brief Therapy, SFBT, war exakt die Methode, die so gearbeitet hat und das konnte, was ich mir gewünscht habe als Coaching-Methode. Viel später habe ich verstanden, naja, ich bin Erkenntnistyp und es war genau die Methode, die ich gebraucht habe, die ich vermisst habe und im NLP halt nicht so drin ist. Also habe ich mich innerlich vor Steve DeShazer verneigt, war ihm sehr dankbar und habe damit die Entwicklung meines eigenen Modells eingestellt, weil ich dachte, was soll ich denn da was entwickeln, was es bereits gibt. Aus dieser SOC-Zeit sind aber zwei Dinge übrig geblieben, die ich immer noch sehr gerne mag. Das eine ist eine Reihe von Übungen, die
Also Übungen gibt es eigentlich jetzt bei SFBT nicht so viele, soweit ich das weiß. Und diese Übungen, die mache ich bis heute gerne in der Coaching-Ausbildung, die SOC-Übungen. Und das zweite ist das SOC-Veränderungsmodell. Und um dieses SOC-Veränderungsmodell geht es jetzt in diesem Podcast. Das SOC-Veränderungsmodell ist in der Art, wie ich das jetzt vorstelle, von mir, das findest du nirgendwo anders. Das ist die Kombination von 5 Modellen. Die habe ich zusammengebaut in eines, weil ich gemerkt habe, die passen sehr gut zusammen. Und man kann, gerade wenn man diese Modelle zusammenlegt, sehr schön Sachen im Coaching und auch im Selbstcoaching erklären und bestimmte Schwierigkeiten bestehen und kommt auf Ideen, auf die man sonst nicht käme. Normalerweise würde ich jetzt ein Bild malen an die Flipchart oder du würdest eins finden im Skript. Das ist aber ein Podcast. Das heißt, jetzt müssen wir gemeinsam mit der Höchststufe des Visualisierens uns eine Grafik vorstellen, wo ich dich durchführe. Aber wir schaffen das, da bin ich mir ganz sicher. Fang mal damit an, dass du dir eine Tabelle vorstellst oder besser noch eine Wand. Und auf diese Wand malst du ein Rechteck, vielleicht sowas wie ein DIN A. Ist das dann DIN A0 oder DIN A-1 oder DIN A-2? Also ein großes, vergrößertes DIN A4-Blatt. Und da malst du ein Rechteck drauf und du unterteilst das in 5 Zeilen, weil diese 5 Zeilen sind es, die wir gleich brauchen werden. Und dann ist es folgendermaßen: Die erste Zeile bleibt so, wie sie ist. Die zweite Zeile unterteilst du in Gedanken genau in der Mitte in 2 Hälften. Die dritte Zeile unterteilst du mit 2 Strichen in 3 gleiche Teile. Die vierte Zeile unterteilst du mit Strichen in 4 gleiche Teile. Und die fünfte Zeile unterteilst du in 5 gleiche Teile. Das heißt, du hast 5 Zeilen übereinander gestapelt und die unterste besteht aus 5 gleich großen Abschnitten, die zweitunterste aus 4, dann 3, dann 2 und dann 1. Das sieht ein bisschen aus wie eine Pyramide. Und jede dieser Zeilen ist ein eigenes Modell. Und mir ist mal irgendwann aufgefallen, dass diese Modelle in gewisser Weise alle einen Weg beschreiben von weniger ressourcevoll zu ressourcevoller. Wobei links ist dann immer das weniger ressourcevolle und rechts ist dann das ressourcevollere. Und jetzt kannst du dir so eine Art großen Schieberegler vorstellen, der über alle Zeilen hinweg geht und den du dann von links nach rechts schieben kannst. So dass du den dann zum Beispiel auf einen bestimmten Wert einstellst, wo du beispielsweise in der untersten Zeile im zweiten Feld bist, in der zweituntersten Zeile auch im zweiten Feld, in der drittuntersten aber im ersten Feld und in der viertuntersten auch im ersten und in der obersten bist du sowieso immer im gleichen Feld, weil da gibt es nur ein Feld. Und das mag jetzt ein bisschen kompliziert klingen, aber wenn ich dir die Zeilen alle einzeln erkläre, wirst du merken, das ist relativ simpel. Und der Charme des Modells ist halt dann dieses übereinander gestapelte, aber dazu werde ich dir ein paar Beispiele geben. Was du im Kopf machen kannst, ist, dass du all diese Trennlinien in den Zeilen, also all diese vertikalen Linien, rot und ein bisschen gefährlich einzeichnest, weil auf dem Weg von links nach rechts ist jede von diesen Linien mit ein bisschen Angst verbunden, sie zu überschreiten. Aber auch da kommen wir gleich drauf. Wir fangen an mit der obersten Linie, mit der obersten Zeile, mit der obersten Tabellenzeile, die halt nur aus einem Feld besteht. Und da kannst du innerlich reinschreiben, das Thema. Also jeder Veränderungsprozess braucht halt ein Thema. Und du weißt vielleicht aus einem anderen Podcast, ich mag das Wort Thema und ich hatte mit Dagmar Ling einmal einen Podcast, da haben wir gemerkt, das ist ja lustig, ich mag das Wort Thema, das mag sie nicht so sehr. Sie mag eher das Wort Auftrag. Ich habe gesagt, ich mag nicht, wenn mir jemand einen Auftrag gibt. So sehe ich mich nicht. Und dann haben wir beide daran gedacht, dass Gunter Schmidt das Wort Anliegen mag. Und drum ist in dem Podcast die Idee entstanden. Vielleicht nennt man es im Erkenntnisbereich Thema, im Handlungsbereich Auftrag und im Beziehungsbereich Anliegen. Bei mir kommt das Wort Thema auch durchaus aus der Musik, weil jedes Musikstück hat ein Thema und jedes Coaching hat auch eins. Das heißt, in der obersten Zeile
ist das Thema, das kann sogar sein, ein Gesundheitsthema, ein Finanzthema, ein Beziehungsthema, wie auch immer. Und in der zweiten Zeile, die ja genau in der Mitte geteilt ist, also wir können uns mal vorstellen, das Ganze wäre einen Meter in der Breite. Ich weiß, das ist dir größer vorgestellt, aber ich mache es mal da einfach halber 100 Zentimeter. Dann wäre die zweite Zeile bei 50 Zentimeter geteilt. Und in dem linken Feld ist die Idee, dass man das Thema weg von Problem orientiert angeht. Und in dem rechten Feld ist die Idee, dass man das Thema hin zu zielorientiert angeht. Und das ist die erste Unterscheidung, wie man Themen angehen kann. Packe ich das Ganze als Problem an, von dem ich weg will, oder als Ziel, wo ich hin will? Und es könnte sein, dass du jetzt dir innerlich denkst, ja, das ist doch ganz einfach, ich packe es zielorientiert an. Ja, damit bist du wahrscheinlich einem Denkfehler oder einer Denkvereinfachung aufgesessen, die viele Leute teilen und die aber einfach nicht stimmt. Weil die Frage ist, warum soll das denn besser sein oder schneller oder wirkungsvoller, ein Thema zielorientiert anzugehen? Wenn irgendjemand am Verhungern ist, dann würde ich bei der Person nicht irgendwie Zielearbeit machen. Wäre das nicht schön, jeden Tag was zu essen zu haben, sondern ich würde mich darum kümmern, dass der was zu essen kriegt. Wenn jemand so finanzielle Schwierigkeiten hat, dass die Frage ist, kann der in den nächsten Tagen noch sein Essen bezahlen und seine Wohnungsmiete, da würde ich auch nicht das Ziel formulieren von geordneten Finanzen. Ich würde mich erstmal einfach um das Problem kümmern. Das heißt, ich habe dir ja gesagt, jede von diesen Zeilen beschreibt einen Weg von ressourcearm nach ressourcevoll. Und wenn jemand sehr ressourcearm ist, dann ist die Person meiner Erfahrung nach nicht offen für Zielearbeit und für zielorientierte Arbeit. Das heißt, wenn dann die entsprechend schon beinahe gehirngewaschenen Berater in irgendeine Firma kommen, und in dieser Firma gibt es echt Probleme, und die Berater sagen, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen, dann haben die halt einfach null Rapport, weil die haben vor sich Leute, die haben Probleme. Und die hätten gerne jemanden, der das Pace, der das Rapport aufnimmt und der auch sagt, okay, das ist ein Problem, das wollen wir jetzt lösen. Das heißt, Zeile 2 ist die Unterscheidung in zwei Felder, problemorientiert, zielorientiert, weg von unangenehm hin zu angenehm. Das wäre defensive Motivation, offensive Motivation, Schmerz vermeiden oder Lust gewinnen. Und mein Tipp für Selbstcoaching ist, es könnte sein, dass es Themen in deinem Leben gibt, die du vielleicht schon viel zu lange ganz ordentlich zielorientiert versuchst anzupacken und kommst aber nicht wirklich weiter. Erlaub dir doch mal, das ganze problemorientiert anzupacken. Nur so als Versuch. Ich meine, das ist die Idee bei all diesen Modellen. All diese Modelle sind dafür da, um dich auf irgendwelche Ideen zu bringen, auf die du sonst nicht gekommen wärst. Und so wird es für viele Menschen, die NLP machen, irgendwann ein Paradigmenwechsel, ein Quantensprung ist, von Problemorientierung auf Zielorientierung umzuschalten. Und es natürlich eine Falle ist, deshalb dann absolut zu setzen. So kann es dann für einen Coach der gleiche Quantensprung, das gleiche Paradigma sein, was man wechselt, zu sagen, aber vielleicht habe ich manchmal einen Klienten, der braucht es problemorientiert. Und guck mal, das Schöne ist ja, wenn du oder dein Klient ressourcevoller wird, dann wird ja aus der Problemorientierung irgendwann eine Zielorientierung. Aber es ist, denk dran, rote Linie mit ein bisschen Angst verbunden, wenn du jemanden, der sich viel zum Beispiel um das Thema Krankheit vermeiden gekümmert hat, irgendwann dazu einlädst zu sagen, wie wäre das denn, wenn du dich jetzt einfach nicht mehr um das Thema Krankheit vermeiden kümmerst, sondern um das Thema gesund sein. Nur so als Anregung. Wir kommen zur Zeile 3 und die ist dreifach unterteilt. Das heißt, in deiner 1 Meter breiten Tabelle würdest du jetzt bei 33 cm einen Strich machen und bei 67. Und jetzt kommt ein Modell von Robert Dills, 3 Arten der Veränderung. Und in das erste Feld von den dreien kommt das Wort kurativ, in das zweite Feld kommt das Wort generativ und in das dritte Feld kommt das Wort evolutionär. Und die drei Worte erkläre ich dir jetzt. Kurative Veränderung ist helfen. Das heißt, wir sind ja auf der problemorientierten, ressourcearmen Seite. Das heißt, kurative Veränderung bedeutet, du oder jemand anderes braucht einfach Hilfe.
keine guten Tipps, sondern konkret Hilfe. Ich hatte in den ersten Jahren als NLP-Trainer manchmal in meinen schriftlichen Tests die Frage drin, wenn jemand vor ihren Augen am Ertrinken ist, welche NLP-Technik setzen sie ein? Und ich habe immer darauf gehofft, dass die Leute schreiben, keine, ich hole den aus dem Wasser. Das gleiche gilt, wenn jemand am Verhungern ist oder ähnliches. Das heißt, es gibt Leute, die brauchen keine klugen Sprüche, die brauchen einfach wirklich konkret Hilfe, gerade wenn es ihnen echt schlecht geht. Und das ist eine Möglichkeit zu sagen, das ist Therapie. Coaching wäre dann das Mittelfeld. Wenn du mal mit Leuten zu tun hast, die wirklich kurativ arbeiten, also die wirklich mit Leuten arbeiten, die sich nicht mehr selbst helfen können, die zum Beispiel im medizinischen Bereich oder Schuldnerberatung oder Messihilfe oder Leute, die mit anderen Leuten zu irgendwelchen Ämtern gehen, Leute, die irgendwelche Kinder aus Wohnungen rausholen, wo man die bloß noch rausholen kann. Also Menschen, die wirklich die Kraft haben und die Leidenschaft, kurativ zu arbeiten, da muss ich sagen, die haben meinen größten Respekt. Die haben meinen größten Respekt. Und ich gestehe ein, es ist nicht meine größte Begabung. Ich bin NLPler und die NLPler arbeiten am liebsten in dem zweiten von den drei Feldern, im Feld der generativen Veränderung. Denn da geht es darum, etwas zu lernen. Und denk dran, rote Linien bei dem Wechsel von einem Feld zum anderen. Nehmen wir an, du hast es im Kreuz, du hast Rücken und du merkst, du brauchst Hilfe und du gehst zu irgendeinem mit gesegneten Händen und der fasst dich an und der macht einmal Druck und es macht vielleicht Knacks und dir geht's besser. Und das war kurativ, du kannst dich wieder bewegen, alles ist gut. Und nach 2 Wochen hast du es wieder. Dann könnte sein, dass du irgendwann da mal hingehst und sagst, können Sie mir beibringen, wie ich selbst Übungen mache, um diesen Schmerz selbst zu lösen. Jetzt wärst du in einem Bereich zwischen, auf unserer inneren Tabelle, zwischen 33 und 50. Das heißt, du bist jetzt generativ, du willst was lernen, aber immer noch problemorientiert. Jetzt willst du lernen, wie du dein Problem selber lösen kannst. Du willst also dein Problem nicht mehr lösen lassen, du willst es selber können. Und dieser generative Weg überlappt halt genauso ins Zielorientierte. Das heißt, irgendwann wirst du da hingehen und sagen, können Sie mir beibringen, welche Übungen ich regelmäßig machen kann, damit gar keine Rückenschmerzen mehr erscheinen, sondern ich einen starken, kräftigen, das ist ja der Kraft-Podcast, kräftigen, beweglichen, flexiblen, wunderbar entspannten Rücken habe. Das heißt, der Bereich der generativen Veränderung geht fast automatisch vom Problemorientierten zum Zielorientierten. Also von, wie kann ich lernen, mein Problem selbst zu lösen? Je schneller und besser ich das kann, umso kleiner wird ja das Problem. Und irgendwann komme ich auf Null. Und dann kann ich halt weitermachen und sagen, naja, was kann ich jetzt machen, damit das Problem gar nicht mehr auftaucht? Und dann bin ich in der generativen, zielorientierten Arbeit. NLP ist eine zutiefst generative Methode. Das heißt, in dieser zweiten Zeile, wo das dreifach unterteilt ist, kannst du im Großen und Ganzen sagen, dass NLP sich wirklich sehr wohl fühlt in dem zweiten Drittel. Es überlappt vielleicht ein bisschen mehr ins Kurative als ins Evolutionäre, aber ich glaube, das kann man weniger der Methode in die Schuhe schieben als eher den NLPlern. Das heißt, da ist es wichtig, auch für dich, wenn du als Coach arbeiten solltest oder als Therapeut oder als Helfer oder wie auch immer, dass du für dich klar bekommst, wo du am liebsten arbeitest. Und jetzt fehlt an dieser Zeile noch das dritte Feld, das Feld der evolutionären Veränderung. Evolutionär heißt, dass du was Neues entwickelst. Und da gibt es einen Merksatz. Und der Merksatz lautet, ist dir eigentlich bewusst, dass Bandler und Grinder kein einziges NLP-Zertifikat haben? Da ist auch die Frage, warum man von denen NLP lernen sollte. Ich meine, die haben keine NLP-Ausbildung, die beiden. Und da weißt du natürlich, das ist Quatsch, die können keine NLP-Ausbildung machen, weil die haben NLP entwickelt. Die können sich ihre Zertifikate bestenfalls selbst ausgestellt haben. Und das ist die evolutionäre Veränderung. Evolutionär heißt, du gehst irgendwo hin, wo noch keiner war. Und der Wechsel von generativ nach evolutionär, der ist putzig, wenn da Leute ab und zu hinkommen. Es kommen jetzt da nicht so oft Leute hin, aber wenn die Leute da hinkommen, dann wird das gerne eingeleitet mit dem Satz, oh, ich habe jetzt schon so viele Seminare besucht, ich habe schon so viele Bücher gelesen, aber ich habe das Gefühl, ich weiß das alles schon und mir kann keiner mehr was beibringen.
Und man sagen muss, ja, das ist komplett korrekt. Dir kann keiner mehr was beibringen, weil du bist an der Schwelle zur evolutionären Veränderung. Jetzt geht es darum, dass du dein eigenes entwickelst. Fußnote, Hinweis. Ich finde es ja immer besser, wenn Leute was Eigenes entwickeln, nachdem sie was anderes gelernt haben. Also wie es bei Schiller so schön heißt, der Meister darf die Form zerbrechen, nicht irgend so ein Hiwi. Es ist vielleicht eine Krankheit unserer heutigen Zeit, dass Leute, die nichts wissen und können, glauben, es wäre einfacher, dass statt dass sie erst irgendwas lernen, sie ihr eigenes entwickeln. Ein Jodeldiplom, dann hat man was Eigenes. Na gut, wir lassen das mal so auf sich beruhen. Jetzt kommen wir zu Zeile 4 und die ist vielfach unterteilt. Da kannst du ins erste Viertel reinschreiben, Ressourcen aktivieren, ins zweite Viertel reinschreiben, Probleme lösen, ins dritte Viertel Ziele erreichen und ins vierte Viertel Visionen leben. Das heißt, du merkst, die zweite Zeile war ja halbiert, also eine Hälfte noch eine Hälfte. Die erste Hälfte, die problemorientierte Hälfte, wird jetzt in der vierten Zeile unterteilt in einen Teil Ressourcen aktivieren und einen Teil Probleme lösen. Dieses Modell, was klassisch NLP ist, hat mir immer schon sehr viel Freude gemacht, weil eine Idee im NLP, wo ich innerlich sofort Ja gesagt habe, ist halt die Idee, dass bevor du deine Probleme lösen willst, musst du Ressourcen aktivieren, weil ohne Ressourcen kannst du keine Probleme lösen. Also ein Problem ohne Ressourcen ist einfach unlösbar. Und darum, da gibt es durchaus einen ressourcenorientierten Teil im NLP, auch wenn der mir als Erfinder des stärkenorientierten Coachings ein bisschen zu wenig war. Trotzdem ist der erste Schritt Ressourcen aktivieren. Und nachdem wir da ja auch im kurativen Bereich sind, ist es so, dass du da normalerweise ein bisschen Hilfe brauchst. Das heißt, die ersten Ressourcen lässt man sich aktivieren, bekommt man von außen, bis man mehr und mehr lernt, sie selbst zu aktivieren. Und jetzt gibt es eine wichtige Ressource, da muss man sich klar machen, dass das eine Ressource ist. Und zwar ist das die Ressource, Ziele zu formulieren. Denn indem ich Ziele formuliere, werfe ich sozusagen so einen Anker in die Zukunft und gebe mir eine Richtung, wo ich hin will. Und wenn ich jetzt hier bin und ich merke, ich will nach da, weil das ist mein Punkt A und das andere ist mein Ziel, da stelle ich fest, dazwischen ist ein steiniger Weg. Und dieser steinige Weg, das sind die Probleme. Das heißt, jetzt kommt Feld 2 Probleme lösen. Und zwar wichtiger Hinweis, nur die Probleme, die zwischen dir und dem Ziel sind. Denn wenn du versuchst, deine Probleme zu lösen, ohne ein Ziel zu haben, wirst du merken, die Probleme hören nie auf. Die hören einfach nie auf. Wenn du aber ein Ziel hast, kannst du mit Hilfe dieses Zieles sehr klar unterscheiden, welche Probleme musst du lösen und welche kannst du einfach ignorieren, weil sie gar nicht zwischen dir und deinem Ziel sind. Das heißt, Schritt 1, Ressourcen aktivieren, unter anderem Ziele formulieren. Schritt 2, Probleme anpacken mit den Ressourcen und mit Blick aufs Ziel. Damit bist du lange beschäftigt. Anfangs brauchst du Hilfe. Später wirst du es mehr und mehr lernen, es selbst zu tun. Wir sind dann im zweiten Viertel. Und dann irgendwann, wenn du merkst, deine meisten Probleme sind gelöst oder sind zumindest so trivial, dass das einfach nebenbei geht, dann wechsel das Paradigma. Es kommt die nächste Linie, die wieder mit Angst verbunden ist, der nächste Schritt. Und du überlegst dir, wie wäre das denn, wenn ich jetzt statt ein problemorientiertes Leben ein zielorientiertes Leben leben würde? Weil ein gelöstes Problem wandelt sich in eine Ressource um. Und von Joseph O'Connor und John Seymour ist dieser schöne Satz, ein Problem ist ein Ziel, das auf dem Kopf steht. Und ich habe dir ja schon gesagt, dass NLP in diesem Modell im mittleren Drittel arbeitet, im zweiten Drittel. Und es ist halt normalerweise dieser Weg von Probleme lösen zu Ziele erreichen. Das heißt, wenn Leute NLP machen, ist das eigentlich immer so, dass sie mit Problemen kommen, die drücken und die sie lösen wollen. Und im NLP bringt man ihnen dann bei, wie sie vom problemorientierten Ansatz auf den zielorientierten Ansatz gehen. Und jetzt kommen wir in einen Bereich, der wäre dann sehr ressourcevoll, also wäre dann bei 75 cm in unserem 1 Meter breiten Feld, weil da würde es wechseln von Ziele erreichen zu Visionen leben. Das heißt, das wäre die Frage, was ist denn, wenn du alle Probleme gelöst und alle Ziele erreicht hast.
Da wirst du vermutlich sagen, es ist undenkbar, dass ich da jemals hinkomme. Wir sind ja auch mitten im evolutionären Bereich da drin. Aber das wäre die Idee, wo du sagst, jetzt packe ich was Visionäres an. Darüber könnte ich fast meinen eigenen Podcast machen, weil meine Definition von Vision ist, es ist etwas, das ist komplett unnötig. Und ich habe von Klaus Marwitz auch eine wunderbare Unterscheidung zwischen Ziel und Vision. Ein Ziel ist auf der Timeline, eine Vision ist über der Timeline. Ziel hat normalerweise einen Termin, eine Vision hat keinen Termin. Das heißt, eine Vision ist was übergeordnet, ins Spirituelle gehend, was aus einer Fülle von Ressourcen, gelösten Problemen und erreichten Zielen kommt. Und von daher, ich vermute mal, wenn du so bist, wie die meisten Leute sind, dass das diese Woche nicht dein Thema ist, Vision zu leben. Damit kommen wir in die fünfte und unterste Zeile und jetzt kommen wir endlich zu dem Thema Kraft. Das ist ein Modell, also ich habe es von meinem Gesangslehrer Franziskus Romert, der auch Feldenkreislehrer ist, und der hat mir gesagt, das Modell wäre von Feldenkreis. Ich habe es bei Feldenkreis aber nie gefunden, weswegen ich gerne dazu sage, wahrscheinlich Feldenkreis, sicher Romert. Solltest du zufällig bei Feldenkreis eine Quelle von diesem Modell finden, dann gib mir gerne Bescheid. Das ist das Original. Ich habe das in fünf Felder unterteilt, obwohl es bei Franziskus nur vier waren, aber ich habe gemerkt, fünf passt besser. Und da sind jetzt die ersten drei bis vier vor allem wichtig. Und denk dran, wir beschreiben einen Weg, der von eher ressourcearm zu sehr ressourcevoll geht. Und das erste Feld, das erste Fünftel, die ersten 20%, das ist, was Franziskus damals meinte, Schutz und Sicherheit. Das heißt, wenn es dir echt nicht gut geht, wenn du schwach bist, wenn du keine Ressourcen hast, dann brauchst du Schutz und Sicherheit von außen. Das kommt nicht von innen, das kannst du nicht tun. Das ist ein Baby, das ist jemand, dem es echt schlecht geht. Der braucht jetzt kurativ, problemorientiert, Ressourcenaufbau, Schutz und Sicherheit. Und ich hatte dann das Bild, ein kleiner Junge auf dem Schulhof und dann kommen andere Jungs und die verprügeln den Jungen oder wollen, drohen ihn zu verprügeln und daraufhin rennt der kleine Junge zu seinem großen Bruder und versteckt sich hinter dem breiten Kreuz des großen Bruders, weil der große Bruder bietet ihm Schutz und Sicherheit. Das klappt immer wieder. Irgendwann wird es vielleicht doof. Und dann denkt sich der kleine Junge, der jetzt vielleicht schon ein bisschen größerer Junge ist, es wäre schon gut, ich wäre denen gewachsen. Und er kommt ins Feld 2, Kraft und Stärke. Jetzt haben wir unsere Kraft drin. Das heißt, irgendwann Schutz und Sicherheit, merkst du, die optimale Schutz und Sicherheit ist in einer Gefängniszelle mit ganz dicken Mauern oder einer Klosterzelle oder einer dicken Burg, aber da kommst du halt nicht raus und atmest keine frische Luft, das ist schrecklich. Das heißt, irgendwann denkt man sich, nein, ich will hinaus ins feindliche Leben, ich will mich bewähren, ich will meine Kraft einsetzen. Und jetzt kommen wir zu Feld Nummer 2, Kraft und Stärke. Und das ist eigentlich bei den meisten Leuten verbunden mit Jugend und überschießenden Kräften. Und ich weiß noch die Worte von Franziskus, der da gesagt hat als Feldenkreis- und Gesangslehrer, das ist so eine schöne Zeit, wenn du denkst, du hast Kraft und du empfindest die Kraft als schier endlos. Und dann kommt vielleicht irgendwann dieser eine Getränkekasten, den du hochhebst und ouch, es fährt dir irgendwas in den Rücken. Und du stellst fest, Kraft ist endlich. Und diese Linie, diese rote, angstvolle Linie, ich glaube, jeder, der ein gewisses Alter erreicht hat, kennt diese Linie, wo du irgendwann feststellst, Kraft ist endlich. Und es ist nicht schön, das festzustellen. Aber es kommt eine gute Nachricht. Danach kommt was, das ist viel besser. Weil gerade Feldenkreis ist das, was den Weg zeigt als Körpermethode, wie man dann weitermacht. Und das, was danach kommt, ist Differenzierung. Differenzierung ist die Idee, wie du mit viel, viel weniger Kraft, aber viel, viel mehr Geschicklichkeit mindestens das Gleiche erreichst, fast noch mehr. Stell dir einfach vor, bleiben wir bei dem kleinen Jungen, dass der irgendwann also wirklich seine Muskeln aufbaut und ein junger Mann ist und vor Muskeln gar nicht laufen kann und voll die Boxkraft hat und sowas. Und dann kommt so ein Schmächtiger daher, der vielleicht irgendeine asiatische Kampfkunstmethode kann. Und dieser schmächtige Kerl sieht nach nichts aus.
Aber er gewinnt trotzdem. Und warum gewinnt er? Weil er differenziert ist, weil er geschickt ist, weil er bestimmte Techniken drauf hat, die Kraft lenken können. Weil er jetzt das kann. Es gibt diese schöne Geschichte, wo irgendwelche Bauern um einen kaputten Trecker rumstehen und sie kommen da einfach nicht weiter. Der Trecker tut nicht. Und dann kommt einer vorbei, ein Mann, und der fragt, ob er helfen kann. Und dann sagen die, ja, wenn er den Trecker wieder repariert, dann würden sie es auch bezahlen. Und sagt, der macht er gern. Und guckt einmal von der Seite, guckt von der anderen Seite, nimmt ein Hämmerchen, haut auf irgendeine Stelle zwei, dreimal drauf und der Trecker läuft wieder. Und dann stellt er eine Rechnung, 1000 Euro. Und dann sagen die Bauern, also jetzt, Moment, 1000 Euro für drei kleine Hammerschläge, da hätten wir doch mal bitte gerne eine ausführliche Rechnung. Da sagt er, gut, kann er gerne machen. Und er schreibt eine ausführliche Rechnung und da steht drauf, drei leichte Schläge mit dem Hammer, 10 Euro, wissen wo, 990 Euro. Und das ist die Sache mit der Differenzierung. Wenn du dich rückenschonend bücken kannst, dann weißt du, dass du mit viel weniger Kraft eine viel höhere Last bewegen kannst. Das ist Differenzierung. Und Differenzierung ist das, wo NLP am stärksten ist. Das heißt, wir sind die Oberdifferenzierer. Und ich werde gleich diese Felder dir im Einzelnen erklären und vor allem auch erklären, wie schrecklich das ist, wenn du voller Differenzierung auf Leute stößt, die in Kraft und Stärke sind. Aber ich mache noch mal weiter. Nehmen wir an, du lernst also dann doch diese asiatischen Kampfkünste, weil du der Schnellste und Geschickte bist. Und dann irgendwann triffst du so einen alten Meister, der da nur sitzt und lächelt. Oder steht und lächelt. Und der sagt, greif mich an. Und aus irgendwelchen Gründen merkst du, das geht nicht. Deine ganze Kraft und Geschicklichkeit und was auch immer versagt und du kannst ja nicht erklären, was da eigentlich passiert. Und das ist dann das vierte Feld in dieser Liste. Und da kannst du reinschreiben Geist. Das heißt, es gibt da noch was nach der Differenzierung, Geist. Und im fünften Feld male ich immer nur drei Punkte, weil ich mir sicher bin, es kommt dann noch etwas in den Bereich von evolutionär Vision Leben, was über Geist hinausgeht. Aber ich kann es nicht benennen. Und ich bin da auch nicht. Darum kann ich auch nicht wissen, wie das Ganze ist. Aber wenn du da bist, schick mir eine Postkarte und sag mir, was es ist. Wir gucken uns die ersten Felder an: Schutz und Sicherheit, Kraft und Stärke und Differenzierung. Und da ist, und darum ist das das Thema des heutigen Podcasts, vor allem wichtig gewesen für mich zu erkennen aus diesem Feldenkreisblick, dass die Leute, die ihr Leben mit Kraft und Stärke bewältigen wollen, im Grunde sehr ressourcenarm sind. Und wenn du mit den Leuten im Coaching arbeitest, die alles versuchen, mit Kraft und Stärke zu machen, dann wirst du merken, bei diesen wenigen Leuten ist Coaching oder Therapie wirklich anstrengend, weil die setzen Kraft ein und Kraft erzeugt Gegenkraft. Und wenn diese Menschen dann auch im Coaching nicht deine Kraft spüren, dann können die von dir auch nichts annehmen. Das heißt, die müssen spüren, dass du auch kräftig bist, dass du auch stark bist, dass du auch Widerstand aushalten kannst. Aber im Grunde ist in diesem Bereich zu coachen immer mit der Idee, ja, ich halte deiner Kraft stand, ja, ich bin beeindruckt von deiner Kraft und lass uns doch mal gucken, was nach der Kraft kommt. Weil die Kraft ist endlich. Du kommst nicht weit oder jedenfalls nicht so weit mit der Kraft. Also du kommst schon ein Stück weit, aber du kommst nicht dahin, wo du hinkommen willst. Und Franziskus hatte eine sehr schöne Idee, wie man das unterscheiden kann, ob jemand im Bereich Schutz und Sicherheit, Kraft und Stärke oder Differenzierung ist. Und zwar meinte er, es wäre die Qualität der Störbarkeit. Und sein Beispiel war, stell dir einen Betonklotz vor. Das wäre 100% Kraft. Also der steht da, unveränderlich. Da kannst du dagegen rumsen. Klopfen, fahren, das stört ihn überhaupt nicht. Der ist unveränderbar. Stell dir einen Seiltänzer vor mit seiner Stange auf dem Hochseil. Der ist ständig am Ausbalancieren, weil jeder Windhauch hat bei dem eine Wirkung. Und er balanciert es aber aus, weil er ist differenziert. Das heißt, die Frage, inwieweit reagierst du auf Störungen? Inwieweit kannst du Störungen ausbalancieren? Inwieweit kannst du mit diesen Störungen gewisserweise sogar vielleicht kommunizieren, sie einbeziehen?
Denk an die asiatischen Kampfkünste, wo man die Kraft des Gegners nutzt und sie entsprechend lenkt und leitet. Das ist der Bereich der Differenzierung. Wenn du jetzt diese fünf Linien übereinander hast und dir mal den mittleren Teil anguckst, dieses zweite von den drei Dritteln, wo ich behaupte, dass da NLP vor allem stark ist, dann wirst du merken, in der obersten Zeile ist es eh ganz klar, da geht es um das Thema, ja, und wir arbeiten im NLP an Themen. In der zweiten Zeile ist es dir der Wechsel von weg von negativ hin zu positiv, weg von Problem hin zu Ziel, defensive Motivation, offensive Motivation. Das ist etwas, was viele Menschen im NLP erfahren, dass sich durch NLP genau dieser Blick für sie ändert, dass sie weg von Problem hin zu Ziel sind. In der dritten Zeile haben wir kurativ, generativ, evolutionär. Und mein Empfinden ist so, dass viele Leute dann zum NLP kommen, wenn sie den Schritt ins Generative bereits selbst gemacht haben. Das heißt, wenn sie selber für sich entschlossen haben, ich will nicht mehr auf Hilfe angewiesen sein, ich will lernen, wie es selber geht. Wenn du es drauf hast, kannst du auch Leute am Ende des Kurativen einsammeln und ihnen helfen, diesen Schritt ins Generative zu machen. Und genauso, wenn du es drauf hast, kannst du auch Leuten helfen, dass sie auf der anderen Seite dieses Feldes den Schritt vom Generativen ins Evolutionäre machen. Robert Dills sieht da einen ganz großen Teil seiner Arbeit, dass er halt Leuten zur Seite steht, wenn die irgendwelche ganz neuen Sachen entwickeln, von denen er dann auch als Coach gar keine Ahnung mehr hat. Dann gehen wir in die vierte Zeile, das war Ressourcen aktivieren, Probleme lösen, Ziele erreichen, Visionen leben. Da nehmen wir im NLP gerne Anlauf und aktivieren nochmal richtig kräftig Ressourcen, um die Probleme zu lösen, mit Blick aufs Ziel und kümmern uns dann darum, die Ziele zu erreichen. Vielleicht schon mit so einem Gedanken, dass später daraus mal lebenswerte Visionen werden könnten. Und dann kommt die unterste Zeile, Schutz und Sicherheit, Kraft und Stärke, Differenzierung, Geist und das andere. Da würde ich mal behaupten, wenn es um Schutz und Sicherheit geht, ist das klassische NLP komplett draußen. Also, wenn du nicht zufällig noch eine andere Methode drauf hast, kannst du mit den klassischen NLP-Techniken der Leuten nicht wirklich sehr helfen. In diesem Bereich von Kraft und Stärke ein bisschen. Also, manche von den Sprachmodellsachen, zum Beispiel Sleight of Mouth, eignen sich in gewisser Weise als verbale Kampftechniken. Aber selbst die sind mehr so eine Art wie Sprachjudo. Also, wo es darum geht, die Kraft des Gegners gegen den Gegner zu wenden. Wenn du dich mit richtig harten Verhandlungstechniken beschäftigst, wirst du merken, das ist nochmal echt ein anderes Kaliber, als was wir im NLP da machen. Das heißt, abgesehen von diesem einen Bereich, den ich vorhin genannt habe, dass man halt eine Mindestkraft braucht, um differenzieren zu können, eine Mindestkondition, um größere Formate durchzuhalten, behaupte ich auch, dass NLP auch im Bereich Kraft und Stärke eher wenig zu bieten hat. Aber im Bereich Differenzierung, da sind wir natürlich komplett mit drin. Differenzierung, Flexibilität in dem mittleren Feld, da wo auch Feldenkrais arbeitet, da ist NLP. Und manchmal hat man auch das Glück, dass man Leute so lange begleitet oder so lange Kontakt hält, dass man mit denen noch in das nächste Feld reinguckt, wo es dann eher um die um die geistige Arbeit geht, um die energetische Arbeit, die dann vielleicht über die Differenzierung hinausgeht. Genau. Das war der heutige Podcast über das SOC-Veränderungsmodell und da haben wir jetzt mal richtig ordentlich Ordnung reingebracht in so manche Veränderungssachen. Lass uns doch das Thema gleich für die nächste Woche nehmen, oder? Für den 27. August. Ordnung. Damit bleiben wir zwar im Handlungsbereich, aber es ist ein schönes Thema. Und es spielt eine große Rolle in der Veränderungsarbeit, weil häufig kommen Leute, weil irgendwas in Unordnung ist und sie wünschen sich, dass das Ganze wieder in Ordnung kommt. Und dann bringen wir das in Ordnung. Und darum könnte man sich ja mal in einem Podcast mit Ordnung beschäftigen. Das machen wir nächste Woche. Jetzt war es der Podcast zu Kraft. Ich hoffe, es hat dir viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.